Sagen Sie uns, was Sie wollen. Oh, ich mein's todernst. Sie brauchen unsere Hilfe? Dann werden Sie Folgendes tun. Heilen Sie die Genophage. Auf keinen Fall. Die Genophage steht nicht zur Disposition. Warum missfällt Ihnen diese Idee, Dalatas? Mein Volk hat die Kroganer unterstützt. Wir kennen sie am besten. Sie haben sich hinter uns versteckt, während wir sie vor ihrer eigenen Feigheit gerettet haben. Ihre Citadel existiert nur noch, weil die Kroganer die Rachni daran gehindert haben, sie einfach zu verschlucken. Richtig. Und danach waren sie nicht länger nützlich. Nur die Genophage konnte ihre Bedürfnisse unter Kontrolle halten. Dalatras, Reef hat recht. Ihn zu verärgern, bringt gar nichts. Ich werde mich für die Wahrheit nicht entschuldigen. Wir haben die Kroganer nur unterstützt, damit sie Krieg führen. Mehr können sie nicht, und zwar, weil wir es so wollten. Ihr habt sie einfach nur ausgenutzt. Dann hätte ihr Volk länger darüber nachdenken sollen. War der Aufstand der Kroganer wirklich eine Überraschung? Genau davon rede ich, Commander. Uns an die Kroganer zu wenden, war verzweifelt und vorschnell. Es war derselbe Fehler, den Sie heute machen wollen. Die Heilung der Genophage würde nichts Gutes bringen. Die Kroganer haben für ihre Fehler bezahlt. Die Genophage wirkt nun schon lange genug. Außer man kann sich an Neugeborenen ohne Herzschlag ergötzen. Ihr allein verdanken wir den Frieden. Es reicht. Ob sie ein Heilmittel verdienen oder nicht, ist akademisch. Es würde Jahre dauern, eins herzustellen. Da irren Sie sich. Es gab einen Salarianer, Mälen. Er hatte irgendwie Mitleid mit unseren Frauen und testete ein Heilmittel an ihnen. Es hat funktioniert. Aber das verschreckte unsere Dalatras hier. Also hat sie die Frauen von einem ihrer Trupps gefangen nehmen lassen. Wo haben Sie das her? Das könnte inszeniert sein. Keine Lügen mehr. Diese Frauen sind immun gegen die Genophage und sie gehören mir. Dalatras, ist das wahr? Was würde die Heilung der Genophage meinen Leuten nützen? Wie lange können Sie alleine gegen die Reaper bestehen? Denn wenn Sie nicht helfen, wird es so enden. Und ich bin der letzte freundliche Turianer, den Sie jemals sehen werden. Wie ist Ihre Entscheidung? Die Frauen befinden sich in einer STG-Basis auf Surkesh. Auf Doch geht's. Ich warne Sie, die Konsequenzen Ihres Handelns werden uns noch Jahrhunderte lang... Das ist nichts verglichen mit dem, was passiert, wenn die Reaper siegen. Holen wir die Frauen! Sie setzen keinen Fuß auf Surkesh, das erfordert Zeit. Jetzt sofort! Shepard wird den Austausch als Ratspekter beaufsichtigen. Aufbruch! Ein falsches Völkchen. Ich werde das nicht vergessen, Commander. Tyrannen haben in der Not nur wenige Freunde. Ganz ehrlich, lieber die Kroganer an meiner Seite als die Salarianer. Ganz klar, Garrus muss mit. Und wir nehmen mal Edie mit auf ihren ersten Einsatz. Schauen, wie sie sich anstellt. So, Gewicht haben wir... relativ viel eigentlich. Aber wir haben ja neue Mods bekommen. Verbesserte Optik. Kapazität. Präzision ist noch höher. Wir nehmen die Kapazität und die Optik. Dann schauen wir hier nochmal kurz rein. Hier haben wir, glaube ich, beide Mods drin, ja.
So. Schaden. Dann kriegen wir dann auch ein bisschen mehr Kapazität. Sehr schön. Genau, wir haben das Gewicht verbessert. Sechs Punkte gibt es noch zu verteilen. Adrenalinstoß gibt es auf jeden Fall mal einen weiteren dazu. Und Verstärkung. Verstärkt Panzerung durch schützende Fokalströme. Ableiten der Ströme in ihre Handschuhe erhöht Nahkampfschaden. Ich brauche keinen Nahkampfschaden, ganz ehrlich. Splittergranaten nehmen wir mit. Direkt die ersten beiden. Und auf geht's. Wir sind unterwegs zur Heimatwelt der Salarianer. Man ist hier keine Kroganer gewöhnt, also machen wir es kurz. Wir landen, holen die Frauen und hauen ab, bevor sich jemand anders überlegt. Ich spreche nicht gern mit Salarianern, außer wenn sie um ihr Leben betteln. Halten Sie den Ball flach, Reef. Alte Unstimmigkeiten stören doch hier nur. Unstimmigkeiten können ein nützliches Werkzeug sein. Wenn ich die Heilung der Genophage verkünde, haben die anderen Kroganer keine Wahl mehr und müssen mich als Autorität akzeptieren. Wie haben Sie die anderen Clans dazu gebracht, sich von Ihnen repräsentieren zu lassen? Mit der guten alten Traditionsmischung aus Einschüchterung, Drohungen und Gewalt. Kroganer verschwenden keine Energie mit Diskussionen und Meinungen. Wer eine andere hat, wird einfach eingestampft. Commander, die Sensoren haben die salarianische Basis erfasst. Gehen wir runter. Commander, die salarianische Bodenkontrolle meint, wir hätten keine Landeerlaubnis. Die Dalatras hat das persönlich autorisiert. Einmal ein Feind, immer ein Feind. Erlaubnis verweigert. Wir sollen den Landeanflug abbrechen. Landen Sie trotzdem. Sie sind zu höflich, Shepard. Reef, nicht! Nicht schießen! Commander Shepard, bremsen Sie Ihren Kollegen. Wir haben gerade eben erst von diesem Transfer erfahren. Ich möchte keinen diplomatischen Zwischenfall. Genau. Sie haben nur was, was für Reef wertvoll ist. Und ich bin hier, um es zurückzuholen. Wir können die Sache klären, aber ich muss darauf bestehen, dass er unter Bewachung bleibt. Ich krieg das schon hin, Reef. Meine Schrotflinte auch. Das stimmt schon, Commander. Jeder denkt nur an den Krieg. Und unsere Leute sind extrem nervös. Vorsicht! Achten Sie auf den Eindämmungsschild! Ich glaube, diese Spezies heißt Jag. Glücklich sieht er nicht aus. Wie Sie sehen, gibt es in dieser Basis heikle Informationen. Was genau wird hier gemacht? Evolutionsversuche, morphologische Simulation, exogenetische Beurteilung. Bei Salarianen muss wohl immer alles kompliziert sein. Die Wissenschaft war immer unsere beste Verteidigung. Durch die hier betriebene Forschung war Sorkesh jahrtausende lang sicher. Auch das Studium verschwundener Kroganerinnen? Den Frauen ging es gar nicht gut, als wir sie auf Tuchanka gefunden haben. Sie wurden hergebracht, um sie zu stabilisieren. Wenn Sie mich anfassen, reiße ich Ihnen den Kopf ab. Ich würde Sie gern sehen. Ich muss Ihnen nur eine Freigabe für die unteren Ebenen besorgen. Geben Sie mir kurz Zeit, wir treffen uns dann beim Fahrstuhl. Achtung, Biolabor! Ja! Auf Eintritt des Jagdexemplars vorbereiten.
Dann würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Stream-Session. Bis dahin. Ciao, ciao.